Die heilige Kommunion, das was bei uns in der Kirche ganz wichtig ist. Die heilige Kommunion heißt auf Deutsch heilige Gemeinschaft. Und die Kommunion zu empfangen, das heißt den Leib Christi zu bekommen, nennen wir kommunizieren. Liebe Leute, wir haben damit in der Kirche etwas zum Sakrament gemacht, das in der ganzen Gesellschaft, überall auf der Welt, bei allen Menschen unglaublich wichtig ist. Nämlich, dass zur Gemeinschaft dazu gehört, dass man miteinander spricht, miteinander kommuniziert. Aber mit der Kommunikation, das ist so eine Sache. Das ist nämlich nicht so einfach. Es gibt auch die gescheiterte Kommunikation und damit auch die gescheiterte Gemeinschaft. Wir kennen das aus Beziehungen, aus Familien, aus Freundschaften. Es gibt die Situation, wo man sich nichts mehr zu sagen hat und dadurch die Kommunikation abbricht und die Gemeinschaft irgendwann auseinanderfällt. Und es gibt die Situation, wo man, egal was der andere sagt, davon genervt ist. Das ist so, als hätte man einen Filter vor den Sinnesorganen, die alles filtern, was der andere von sich gibt und das, egal was er sagt, bei mir falsch ankommt. Das hat vielleicht jeder schon mal erlebt, der im Dauerclinch mit jemandem gelegen hat. Diese Filter, die wir manchmal vor unseren Wahrnehmungsorganen haben, da können wir nicht immer selbst was für. Die sind geprägt durch unterschiedliche Dinge und Erfahrungen. Manchmal hat es gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun, dass es solche Filter gibt. Aber die führen dazu, dass Kommunikation scheitern kann. Jetzt im neuen Sendungsraum erlebe ich leider auch in der Zeit, wo ich unterwegs bin, gescheiterte Kommunikation. Wo Menschen das, was ich vielleicht sage oder tue, sofort in den falschen Hals bekommen und dann böse sind, enttäuscht sind, wütend sind oder gleich vermuten, dass hinter meinem Tun ein böser Wille steckt. Es gibt solche Filter. Wie kann man dem begegnen? Eigentlich nur, indem man einander kennenlernt, voneinander weiß und ein Stückchen von dem anderen so versteht, dass man seine Kommunikation besser einschätzen kann. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich muss zugeben, dass manche gescheiterte Kommunikation mir in unseren Gemeinden Kopfzerbrechen, Sorgen und auch schlaflose Nächte bereitet. Umso dankbarer bin ich aber auf der anderen Seite auch für gelungene Kommunikation. Und das sind Gott sei Dank die meisten Erfahrungen. Dass man einander das Grundvertrauen schenkt, dass der andere es gut meint. Dass man einander eine Chance gibt, den anderen zu verstehen. Und dass man einander im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe begegnet. Das heißt, dann anfängt zu sprechen, wenn man den anderen auch vor Augen hat. Dann anfängt, miteinander in Verbindung zu treten, wenn der andere im Raum ist, dabei ist und auch mitkommunizieren kann. Das wünsche ich mir von Herzen, dass die gescheiterten Kommunikationen wenige bleiben und dass die gelungene Kommunikation unsere Gemeinschaft immer stärker bestimmt. Ihr Tobias Zöller aus Morsbach.